Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge. Alles, was du über LinkedIn wissen musst. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir freue ich mich sehr, ein ganz besonderer Gast, Uwe von Grafenstein, der Co-Founder von Geschichten, die verkaufen. Und bekanntes Filmfunk und Fernsehen, könnte man sagen. Uwe, du hast in der Vergangenheit tatsächlich im Fernsehen und mehrere Produktionsgesellschaften gegründet. Genau. Also, ich habe für mehrere gearbeitet. Gegründet habe ich eine Fernsehproduktionsfirma und eine Filmproduktionsfirma. Und die Fernsehproduktionsfirma haben wir 10 Jahre lang durchgeritten und waren damit sehr erfolgreich, haben tolle Sachen machen dürfen. Und es hat sehr großen Spaß gemacht. Das glaube ich gerne. Ich durfte auch mal kurz in das Film- und Fernsehgeschäft reinschnuppern in einem früheren Leben. Habe das auch als sehr, sehr, sehr lehrreich, sehr spannend und sehr anstrengend erfunden. Ja, alles gleichzeitig meistens. Das trifft es ziemlich auf den Punkt. Vor allem das Anstrengend. Vor allem das Anstrengend, ja. Ja, weil diese Abwechsel zwischen absoluter Langeweile und totaler Panik. Ja, ich sage immer, es war so, was die Amerikaner sagen so, when shit hits the fan, ne? Also so, wenn die Scheiße, wenn man sagen darf, die Scheiße in den Ventilator fliegt, dann musst du halt gut sein. Also du bist halt die ganze Zeit nur am Troubleshooten. Und dazwischen, wie du sagst, ist absolute die Ruhe vorm Sturm. Aber du weißt, 2-3 Tage später kommt es sowieso wieder. Aber ganz ehrlich, das ist auch das, was ich sehr geliebt habe. Ja, das glaube ich. Jetzt machst du aber keine Fernsehshows, keine Filme mehr, sondern du bist ja nach wie vor im Content-Produktion unterwegs. Aber dein Geschäftsmodell hat sich etwas geändert. Du hast dich mit Bernhard Kahlemer zusammengetan. Und ihr zusammen macht einen Podcast und ihr zusammen gebt Workshops zum Thema Storytelling. Ja, Geschichten, die verkaufen, beschreibt es ja schon ganz gut. Erzähl doch mal, was ihr da genau macht. Du, eigentlich haben wir die Karlhammer und von Grafenstein GmbH gegründet, so das, die aber keiner kennt, weil die nur unser juristisches Konstrukt ist, da mit 3 Säulen. Einmal haben wir wirklich so eine Holding, wo wir Beteiligungen sammeln durch Consulting, durch Unternehmensberatung, aber eben auch durch Equity und eben auch als Angel Investor, wo wir mit reingehen. Dann haben wir in der Mitte tatsächlich eine Unternehmensberatungssäule, wo wir Companies von klein bis mittel bis groß wirklich beraten, auch über lange Zeit. Und für die halt Business Development machen, was natürlich häufig Content getrieben ist, aber noch ein bisschen breiter ist, weil wir unsere Firmen ja auch mittlerweile ein paar gekauft, aufgekauft, weiterverkauft, aufgebaut und wieder abgestoßen haben. Und auf der 3. Säule ist tatsächlich so am Anfang von Corona geboren worden, weil wir einfach nicht, also wir haben gesehen, jeder musste sich rückwirkend blitzdigitalisieren. Jeder hätte gerne eine Content-Marketing-Maschine gehabt, als es losging. Ja. Alle haben dann auch gemerkt, die ganzen Social-Media-Marketer oder Performance-Market haben gemerkt, das wird alles nicht einfacher mit den ganzen Cookies und so. Ja, das ist ja gerade noch aktuell sehr, sehr, sehr problematisch für viele Performance-Marketer. Das wird auch noch ein bisschen problematischer. Das fängt gerade erst an. Die Cookie-Kalypse ist nur der Anfang. Und dann haben die halt gemerkt, es wäre halt schon ganz gut, wenn auch organisch Traffic fließen würde. Und vor allem lässt sich halt über Werbung auch keine Positionierung machen. Also keine Expertenpositionierung, kein Trust aufbauen. Und dafür haben wir Geschichten, die verkaufen, als Fort- und Weiterbildungstool gebaut. Blended Learning. Wo Menschen das einfach lernen, wo die lernen von, ich habe noch gar keine Content-Maschine, bis hin, ich habe eine Content-Maschine, die Tag und Nacht für mich arbeitet, auch wenn ich gerade so mein normales Geschäft mache, so Beratungen, Dinge verkaufen, Angebote schreiben, und da muss halt was parallel laufen, was für dich arbeitet, ohne dass du jedes Mal so ein Batzen Geld aufs Gaspedal legen musst. Das haben wir den Leuten gezeigt, das machen wir jetzt seit über einem Jahr, und das läuft sehr schön, und jetzt freue ich mich, hier bei dir zu sein, und ich freue mich sehr über deine Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du sie wahrgenommen hast, die Einladung. Und apropos Content-Maschine, lass uns auch gleich damit starten. Du hast im September letzten Jahres, September 2020, hast du ja eine eigene Challenge im Prinzip gemacht, indem du für, wie viel waren es? Für 2 Wochen, glaube ich. Zwei Wochen lang 40 Posts auf LinkedIn veröffentlicht hast. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Hattest du Langeweile, waren die Kinder gerade im Sommercamp, was ist passiert? Nee, die waren sogar zu Hause. Nee, da war er noch in der Schule, mein Kleiner. Da durfte er ja noch so irgendwie Wechselunterricht machen. Wir waren irgendwie im Office und wir haben uns überlegt, das gibt's doch gar nicht, dass wir immer mit der gleichen Bubble kommunizieren. Weißt du, wir werden immer von den gleichen Leuten, gibt's Applaus, von den gleichen Leuten gibt's Kommentare. Wir kommentieren aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch immer nur bei unseren Homies, so die du irgendwie die ganze Zeit siehst und magst, so deine Bubble halt, ne? Ja. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und dann, das muss doch noch Mikrozielgruppen geben. Und dann haben wir doch, weißt du, du kennst ja diese Pyramide vom Content Market, also generell vom Internet, ne? 1% produziert, 9% der Leute applaudieren und klatschen. Das war auch unser Gefühl. 90% konsumieren. Und wir haben gedacht, jetzt haben wir es schon 1000-mal gehört. Das ist so ein Ausdruck wie, der Kunde kauft erst nach dem 7. Kontakt. Weißt du, das sind so Sachen, die gesagt werden. Aber du denkst dir, wer hat das eigentlich mal eruiert? Und dann haben wir gedacht, jetzt eruieren wir es mal wirklich. Jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich, wenn wir richtig raushauen,
ob wir Mikrozielgruppen aktivieren können, die schon da sind, aber sich noch nie gemeldet haben. Mhm. Und wer ist eigentlich alles so da? Wer klickt auf welchen Content? Und dann habe ich wirklich 40 Posts in 2 Wochen gemacht. Ich glaube, bis zu 4 am Tag. Am Wochenende ganz klein bisschen weniger. Wahnsinn. Und habe das gemacht. Und habe da echt dann am Ende nach den 2 Wochen eine Präsentation gemacht mit, ich glaube, 46 Slides. Habe ich gedacht, das liest sich eh keiner durch. Aber die sind, wir haben sogar einen Call to Action nach hinten gesetzt, einen geheimen Call to Action, wo wir messen konnten, ob die Leute wirklich durchgeswiped haben. Ja. Das Ding ist für meine Verhältnisse recht viral gegangen und hat tatsächlich auch wahnsinnig viel Geld verdient, davon mal abgesehen, was gar nicht jetzt die Idee dahinter war. Wir wollten tatsächlich Daten sammeln und wir wollten datengetriebene Storytelling betreiben. Aber die Ergebnisse aus diesem Post, ich meine, es war ein Horror, die 2 Wochen. Ich will das nicht beschönigen. Ich habe das auch danach nicht mehr weitergeführt. Aber die Learnings und auch die Umsätze und die Ergebnisse sind krasser als all das, was ich gedacht hätte. Von daher bin ich sehr froh. Ja, das heißt, war das Ergebnis so beeindruckend aufgrund dieser 2 Wochen regelmäßig und viel zu posten oder aufgrund dieses einen finalen summa summarum Postings? Nee, es war auf mehreren Ebenen. Also ich komme ja vom Fernsehen, ne? Hast du ja eben schon gesagt. Ich hatte meine Fernsehproduktionsfirma und da durfte ich halt wirklich für alle großen Sender, inklusive Netflix, durften wir viel Fernsehen machen weltweit. Mhm. Und beim Fernsehen weißt du halt relativ gut, wie du Content vermarktest. Ne? Also du brauchst immer eine Rampe. Du baust halt im Grunde genommen, wenn du eine neue Primetime-Show startest, dann startest du die im Grunde genommen über TAF, Galileo, RTL.12.9. Du nutzt alle Magazine, die du hast und baust deinem neuen Primetime-Format, wenn du den Masked Singer veröffentlichen willst, baust du eine Rampe. Ja. Das haben wir hier ähnlich gemacht. Im Grunde genommen waren die 2 Wochen meine Rampe, A, Datensammlung, B, aber natürlich Daily Promo. Ja. Ich habe im Grunde genommen diese Techniken aus dem Fernsehen nachgebaut, weil die machen das natürlich ganz anders und die haben Daten getrieben, also die haben Daten, da drehst du halt durch. Hm. Das sind halt sehr geile Daten, ne? Hm. Und die habe ich halt genutzt und habe darauf auf dieses LinkedIn-Experiment zugeteasert und getriggert. Und dann haben wir das halt sozusagen als Höhepunkt am Ende des Tages abgefeiert. Ich wusste nur am Anfang noch nicht, dass mir die Rampe solche Daten generieren wird. Das war einfach, das war das Coole. Ja, Wahnsinn. Also eine richtige Kampagne für diesen Hero-Content im Prinzip, den du nach 2 Wochen ausgefeuert hast. Was waren denn das für Daten, die du bekommen hast innerhalb dieser 2 Wochen? Ja, also pass auf, ich habe erstmal geguckt, welche Medienform wollte ich wissen? Also welche Formatierung ist es? Der reine Text, kurz oder lang? Das war meine, also es gibt auch schon wieder, bei reiner Text gab es kurz oder lang. Dann Text mit Bild. Text mit Video, Text und dann Embedded Video, das heißt ein Video, was nativ hochgeladen wurde auf LinkedIn oder aber als YouTube-Post mit dem Ausgang oder mit der Annahme, dass natürlich direkt hochgeladene sehr viel besser funktionieren, weil LinkedIn ja möchte, dass du auf der Plattform bleibst. Gell? Mhm. Das war unsere Annahme, war aber konsequent falsch. Wir haben einen 112-prozentigen Uplift bekommen, wenn wir YouTube-Links da rein gepusht haben, also reingepastet haben in den Beitrag. Ach, Wahnsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir auch, also algorithmusmäßig ist es auch nicht zu erklären. Mir konnte es auch bis heute keiner erklären, weil eigentlich will das ja, du willst ja die Verweildauer, die Dwelltime in LinkedIn steigern. Trotzdem waren embeddete Links besser. Das war ein Learning. Am Ende des Tages, ich kann es jetzt abkürzen, man kann es gerne auf meinem LinkedIn-Profil nachgucken. Ich habe es da ins Forum in Fokus gestellt. Da ist die ganze Swipeable Presentation drin. Ja, tu es auch direkt in die Shownotes von der Episode hier auf jeden Fall, damit ich das jeder mal im Einzelnen nachgucken kann. Cool. Ja, vielen Dank. Nee, also das Learning per se war, Videos performen am schlechtesten. Ich kann das nur auf mich beziehen, aber wir haben es jetzt auch, wir betreuen ja auch ein paar Kundenaccounts, ne? Und wir haben ja in der Ausbildung auch, keine Ahnung, wie viel, 100 Leute da jetzt durch unterrichten dürfen. Und wir sehen halt viel. Wir sehen auch viele Daten von innen. Mhm. Und es bleibt so, Video bleibt nicht so geil. Schade für mich, ich bin Fernseh- und Videoproduzent, für mich natürlich mein Baby, aber was soll's. Text, also Grafiken, das heißt Bilder funktionieren gut, wenn sie ein sogenanntes Pattern Interrupt beinhalten. Also wenn du darüber stolperst und wenn du etwas hast, was aus dem Muster rausfällt, wenn du durch einen normalen Feed durchscrollst, das funktioniert gut. Das war auch dann am Ende des Tages der viralste sozusagen. Da habe ich so eine WhatsApp-Message nachgebildet, was niemand erwartet hätte, glaube ich, allein von der Optik schon nicht. Und am allerbesten per se funktioniert Text only und das so ausgereizt wie möglich. Also so lang wie möglich? Ja, ich glaube 1300 Zeichen darf ich, bin mir nicht ganz sicher, aber das geht richtig gut. Genau, 1300 Zeichen, war das Limit jetzt auf, gerade ist auf 3000 erhöht worden, wirklich. Das habe ich auch noch nie ausgereizt. Also von daher für die nächste Challenge kannst du gerne noch einen halben Roman da reinschreiben. Du, der Sommer ist lang und es gibt ja ein Sommerloch, da lege ich gleich wieder los. Genau. Nein, bestimmt nicht. Aber ich glaube, es sind gute Nachrichten für viele, wirklich, weil Videos sind für viele Content-Produzenten oder möchtigen Content-Produzenten immer so die der höchste Peak ist im Prinzip, weil es mit am meisten Aufwand verbunden ist. Von daher, wenn du jetzt sagst, Bild funktionieren gut, wenn sie eben so Scrollstopper sind, wenn sie auffallen, wenn sie dafür sorgen, dass sie Awareness generieren und danach eben der Text dazu noch, das ist natürlich machbar. Ja, du, das ist auch vor allem, also wir sind ja große Verfechter davon, dass wir sagen, wir bauen halt
diese Content-Pyramide nach unten. Ne? Du fängst halt mit dem Video an, als erste Langform. Du ziehst dir daraus dein Audio, also das Video kommt 1:1 auf YouTube, wenn das dein Kanal wäre. Die Audioform ziehst du raus, wird dein Podcast. Das lässt du transkribieren, möglichst von einem Redakteur, der sich auf SEO-Optimierung versteht. Fügst H1, H2, H3 Überschriften ein, die SEO-optimiert sind. Machst unten noch eine Infobox drunter. Das ist dann dein Blogartikel. Du könntest es aber auch als nativen LinkedIn-Artikel hochladen. Ne? Oder eben als Gastartikel zur Verfügung stellen. Und dann hast du ja noch die Möglichkeiten, dass du aus dem Audio und aus dem Video noch Snippets rausschneiden kannst. Also super einfach. Das geht mit der Headliner-App, ne? Heißt das Ding. Kannst einfach so rausklippen, Audio-Clips bebildern. Kann man eigentlich relativ easy machen, ist natürlich eine Fleißarbeit. Aber der Impact ist halt gigantisch, weil du halt auf allen Ebenen und auf allen Wahrnehmungsebenen Menschen ansprechen kannst. Es gibt nur mal Leute, die gucken nicht gern Video. Es gibt Leute, die wollen halt nur hören zum Beispiel, ne? Die wollen halt lieber lesen, was auch immer. Aber das ist halt die Frage, wer ist deine Zielgruppe und was konsumiert die? Also wir machen halt mit allen immer in Woche 3, glaube ich, die Bayer-Persona-Analyse und alle immer so, oh, haben wir schon 1000 Mal gemacht. Ja. Habe ich schon BWL-Studium gemacht. Habe ich schon letzte Woche mit einer Agentur gemacht. Weißt du? Und dann sagen wir, ja, was mich interessiert ist nicht, ob das Herbert ist, ob der 58 ist und graumelierte Haare hat. Mich interessieren nur zwei Dinge. Mich interessiert, welches Bedürfnis hat er gerade? Also vom Storytelling her, welche Mangelsituation hat er? Also in welcher Welt des Mangels ist der gerade? Und darüber hinaus, was konsumiert er? Ist der jemand, der lieber auf dem Rudergerät ist und da lieber tatsächlich rudert und macht und tut sozusagen, ne? Also und dabei nur hören kann? Oder ist der jemand, der Unkraut jätet und dabei nur hören kann? Oder ist er jemand, der sich wirklich irgendwie mit dem iPad hinsetzt in seinen Ohrensessel und liest? Das ist halt der Unterschied, den du rauskriegen musst. Und das ist das, was wir eigentlich mit der Bayer-Persona definieren müssen. Ob der Typ, klar, Gehalt ist auch interessant, ob er überhaupt mal für dich in, weißt du, ob er überhaupt für dich in Frage kommt. Ja, aber die Automarke ist vielleicht nicht so ausschlaggebend. Nein, und welchen Rasendünger der verwendet, ob es Gardena ist oder ich kenne mich nicht mal mit Rasendünger aus, ich spinne hier nur rum, aber weißt du, interessiert mich nicht die Bohne. Ich will wissen, was will der jetzt gerade? Welches Bedürfnis will ich oder kann ich gerade befriedigen bei ihm? Ist das etwas, was du rausgefunden hast, auch durch deine Challenge, deinen kleinen Marathon, den du gehabt hast, du hast von Mini-Zielgruppen gesprochen. Ist da das Bild klarer geworden, wer deine Kunden sind, wer sie nicht sind und wie sie konsumieren? Ja, absolut. Ich habe Leute gesehen, ich wusste nicht mal, dass die da sind. Das Spannende ist nämlich, ich habe dann geguckt, wer schreibt mich an? Ja. Ich habe irgendwie einen Uplift von, ich weiß nicht, 700% mehr Direktnachrichten bekommen und nicht so blöde wie, ich bin Trainingscoach für deinen Rücken, wäre das grundsätzlich für dich interessant, dass dein Rücken besser wird, sondern gute Nachrichten, weil es also wirklich inhaltliche Dinge, die du dann auch sofort ins Offline übertragen kannst und mit jemandem mal telefonieren kannst, zukünftig hoffentlich dann auch mal wieder auf ein Cappuccino gehen kannst. Das ist eigentlich mein Ziel, mein einziges auf LinkedIn. Aber ich habe gesehen, das sind Leute, die haben plötzlich kommentiert, geschrieben, geliked. Und ich habe natürlich nachgeguckt, wer sind die? Das Spannende ist, das sind 80% von denen waren Leute, die schon längst in meinem Netzwerk waren. Das waren keine neuen. Ach ja. Da dachte ich mir, ach komm, das sind ja dann offensichtlich, das scheinen dann diese Leute zu sein, die in dieser Pyramide in den unteren 90% sind, die nur stalken, die nur gucken, die nur konsumieren und die dann tatsächlich am Ende des Tages aber Kunden werden. Das werden nicht deine Fans, die oben applaudieren. Okay. Unten, die 90%, wenn du die aktiviert bekommst, das ist spannend. Und wie habe ich das gemacht? Ich bin halt viel dezidierter in meine Themen gegangen. Normalerweise sagen wir bei Geschichten, die verkaufen, schreib dir 4 große Themen auf, die du rollierst. Gib denen eine prozentuale Wichtigkeit für deinen Redaktionsplan. Also ist das Thema Business bei 50%, sind alle 4 Themen gleich viel wert, das kannst du dir festlegen. Hier bin ich aber noch granularer geworden. Also ich bin wirklich reingegangen in das Thema. Ich habe ja seit Corona so ein Holz-DIY-Fable. Ich habe mir eine komplette Holzwerkstatt eingerichtet. Das Ding habe ich komplett durchgeritten. Also wirklich. Du hast auf LinkedIn über Holz eine Holzwerkstatt gepostet? Na klar. Okay. Weißt du warum? Weil ich das immer mache und das sind die besten Posts. Das sind die, die immer durchdrehen. Ja, von denen kannst du natürlich nicht ganz so viele machen, aber das ist auch das, was bei meinem eigenen Podcast bei Hashtag Happylist am besten funktioniert. Da habe ich das gelernt. Ja. Immer wenn ich eine private Beobachtung mache, und das auf Business übertrage, flippen die da draußen aus. Also was habe ich von meiner Holzwerkstatt gelernt, was ich auf meinen Führungsstil in der Firma übertragen habe? Ja. Und dann ist das Internet so, wow. Das ist, glaube ich, auch wirklich so eine Frage, die mir immer wieder begegnet. Wie gehe ich mit diesen privaten Postings um? Und dann, genau wie du sagst im Prinzip, mach gerne private Dinge, aber zeig mir, warum es relevant für mein Leben, für mein Business, für mein Unternehmen ist, für mein berufliches Leben ist. Denn dieser Transfer, der muss halt, glaube ich, stattfinden, oder? Absolut, das ist gut, dass du das sagst, weil das die meistgestellte Frage bei uns auch in der Ausbildung ist. Da sagen die immer, ja, aber ich will gar nicht alles von mir privat zeigen und meine Familie auch nicht. Dann sage ich, ja, bloß nicht. Nee. Macht bloß keinen Seelenstriptease und immer dran denken, der Kanal gehört dir. Egal, ob es dein Blog, dein Podcast, dein LinkedIn-Profil ist, das ist dein Kanal. Du bist der Chef, deine Regeln. Und du zeigst nur das, worauf du Lust hast. Und wenn die Familie ein Teil davon wäre, dann muss es natürlich mit der Familie abgeklärt werden. Das ist ja gar keine Frage.
Und von daher, ich habe natürlich auch mal Posts gemacht, was mein Söhnchen, mein Achtjähriger, mir beibringt über das Leben oder warum er mein bester Mentor ist. Hat aber was so zum Thema Führungsstil und Führen durch Vormachen, Kredibilität, Verlässlichkeit. Und das sind so Themen, da flippen die aus. Aber dafür brauche ich jetzt nicht per se ein Foto von meinem Sohn. Nee. Ja, also das ist nicht zwingend notwendig. Aber das sind so Sachen. Ich habe meine Karriere aus der Zauberei gestartet. Ich war mal hauptberuflicher Zauberkünstler, lange her. Aber natürlich habe ich so, ich habe meine Serie gemacht, das waren die 6 Grundregeln der Zauberei oder die 6 Grundprinzipien der Zauberei und wie ich sie aufs Business übertrage. Ja, sicher. Daraus habe ich sogar eine Keynote gemacht. Und die Leute mögen diese Überträge. Weißt du, warum? Weil es sprachliche Bilder sind. Ja. Weißt du, das ist so, wenn ich dir sage, keine Ahnung, kenne deine KPIs, weil deine KPIs sind wichtig und wenn du die erreichst, kannst du eine gute Evaluation machen und kannst irgendwie einen Business-Uplift von 60% hinbekommen. Langweilig. Das macht bei dir gar nichts. Ja. Das macht nichts, auch wenn du im Geschriebenen nicht. Wenn ich dir aber sage, durch das zweite Grundprinzip der Zauberei habe ich es geschafft, mein Geschäft in einem Jahr um 60% zu skalieren. Weißt du? Und du kannst das nachmachen, ohne Zauberer sein zu müssen. Dann denken alle schon mal gleich, okay. Ne? Also deswegen, du musst den Menschen sprachliche Bilder geben. Und das ist, glaube ich, das, was wieder mal das Learning auch von diesem LinkedIn-Experiment ist. Das war schon beim Fernsehen mein Hauptlearning. Was Menschen da draußen tun ist, und das vergessen wir, glaube ich, also ich auch leider immer wieder mal, ich probiere es mir immer wieder in den Kopf reinzuklopfen. Immer wenn wir Content raushauen, tauschen die Menschen das Wertvollste ein dagegen, was sie haben, nämlich Lebenszeit. Ja. Signifikant wertvoller als Geld, Besitz, ja, was auch immer. Lebenszeit, weil das geht ja ab von deinem Squash-Training, von deiner Leidenschaft, Nudeln zu kochen oder von deiner Familienzeit. Ja. Und dann muss dein Content geil sein. Du kannst nicht schlechten Content raushauen, weil Leute das persönlich nehmen, weil es respektlos ist. Zu Recht eigentlich auch, ja. Wenn du shitty Content da rausgibst, ja, absolut zu Recht, dann gehst du nicht respektvoll mit deinen Followern um. Und du musst die halt irgendwie halten. Und beim Fernsehen nennen wir das Frontloading. Das sind die ersten 4 bis 7 Sekunden, wo du den Leuten ein Versprechen machst und da reinschreibst. Das kann auch, glaube ich, jeder hier mitnehmen, der das hier hört. Das ist der Grund, warum bei LinkedIn Leute auf jetzt weiterlesen klicken. Die Leute machen aber immer so ein braves Intro. Weißt du, als ich gestern irgendwie nach Hause kam, war, weißt du so, da muss was hin. Und das ist halt, das ist halt vom Fernsehen par excellence gelernt. Du hast vorne, wir nennen das Audience Flow. Der Audience Flow ist ja so zwischen 2 Sendungen. Hier ist es aber im Feed zwischen 2 Beiträgen. Du scrollst, dann kommt ein neuer. Ist auch ein Audience Flow. Und du musst diesen Audience Flow brechen. Und du musst natürlich da irgendein Versprechen abgeben. Das, was du jetzt hier gleich liest, gelerntermaßen dauert das Lesen eines LinkedIn-Beitrags wahrscheinlich zwischen 30 und 60 oder 70 Sekunden. Aber ich mache den Versprechen ganz oben. In 3 Sekunden mache ich den Versprechen, dass die nächsten 70 Sekunden wert sind, deiner Lebenszeit mir zu schenken. Ja. Und wer das hinbekommt, der geht auf LinkedIn durch die Decke tatsächlich. Im Prinzip ist es ja wie so eine Mini-Customer-Journey eigentlich, wo man sagt, das Bild ist es, dass es die Aufmerksamkeit reinholt, der Eye-Catcher wirklich ist. Dann hast du die ersten 1-2 Zeilen, die quasi wie die Überschrift sind in einem Artikel oder wie ein kleiner Teaser, wenn du beim Film und Fernsehen bist. Und dann musst du halt noch liefern mit deinem Beitrag, der idealerweise eben mit dem Call to Action oder mit dem Interaktionsaufruf endet, damit die Leute sich auch wirklich beteiligen wollen. Entweder löst du das aus durch deine Geschichte oder du sagst halt, hey Leute, lass uns mal drüber reden, wie sind deine Erfahrungen, deine Learnings, kennst du die Situation vielleicht? Hast du schon mal Holz geschnitzt? Und wenn ja, warum? Ja, absolut. Und du musst es halt relatable machen. Also du musst anknüpfen, du musst Schnittstellen bieten, Anknüpfungspunkte auch für Menschen. Das ist halt der Trick, das zu perfektionieren. Da gehen wir dann wirklich auch irgendwie bei der Ausbildung tatsächlich 2-3 Wochen alleine darauf ein, den Leuten klarzumachen, auch wenn es hier gerade um eine Holzwerkstatt geht und das für dich unfassbar uninteressant ist, den Leuten trotzdem eine Möglichkeit zu geben, in das Thema mit einzusteigen. Ja. Und das ist so die Magie tatsächlich. Ja. Jetzt hast du gerade eben schon im Nebensatz was gesagt, was ich ganz spannend finde, jetzt eigentlich mehr zum Thema Verkaufen auch über LinkedIn. Du hast gesagt, du willst möglichst schnell den Kanal wechseln. Kannst du das mal erläutern? Warum ist es wichtig, hier in ein persönliches Treffen zu gehen oder vielleicht per WhatsApp, per Direktnachricht? Das gilt für alle Kanäle. Ich bin ein großer Verfechter von Offline. Ich glaube, erst wenn also Online und Offline sich umarmen wird sozusagen und Liebe machen, wird ein hübsches Baby draus sozusagen, ein Business-Baby. Weil LinkedIn ist ein geiler Kanal. Ja? Du kannst halt direkt über die DMs reingehen und bist unfassbar schnell auch in Entscheidern, super intim. In einem Postfach, was die checken, ja, oder wenn du sie unter einem Beitrag taggst mit einem schlauen Kommentar, ja, und sie drin vertaggst, dann gucken sie nach, weil natürlich jeder sehen will, wer hat mich da gerade vertaggt und muss ich das vielleicht löschen. Du kriegst also Aufmerksamkeit und kommst immer an diesem Wachhund, der Vorzimmerdame oder dem Vorzimmerherrn, an allen vorbei. Ist ein Killer. Das musst du natürlich auch wohl dosiert einsetzen und auch schlau einsetzen natürlich. Dafür gibt's halt ein paar Skills beim Thema Social Selling. Aber dann, wenn du die da hast, geht's ja ratzfatz darum, Leute ins echte Leben zu bringen, weil Geschäfte,
ich mache das jetzt irgendwie, ich bin jetzt 40. Ich war mit 16 erstmal selbstständig, habe mit 21 die erste Firma gegründet und danach noch ein paar andere. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist es tatsächlich, dass es halt wirklich nur um Trust geht. Es geht nur um Vertrauen. Mhm. Da draußen nennen das jetzt auf LinkedIn alle, ich glaube, ein Personal Brand, gell? Also und Trust-Icons nutzen und so. Früher hieß das mal einfach nur einen guten Ruf haben. Ja, genau. Also Personal Brand, ja, bin ich bei dir. Trust Icons ist mir auch noch nicht untergekommen tatsächlich. Aber es ist halt immer, auf der anderen Seite des Bildschirms ist immer ein richtiger Mensch. Und der tickt halt wie ein richtiger Mensch. Und da bin ich bei dir. Das Vertrauen da einfach das A und O ist, weil mit wem machst du Geschäfte? Mit Leuten, die du magst, denen du vertraust. Absolut. Und deswegen, und das wirst du im echten Leben natürlich sehr viel schneller hinbekommen. Mhm. Oder über einen separaten Zoom-Call. Ne? Also das ist halt das Interessante. Und wenn das halt irgendwie auf dieser Ebene LinkedIn hängen bleibt, wäre es schade drum. Deswegen ist mein Credo oder mein Ziel, Menschen so schnell wie möglich an ein Telefon, vor einen Zoom-Call oder im besten Fall ganz bald wieder auf einen Espresso bei denen oder bei uns hier im Loft in München zu bekommen. Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du Leuten geben kannst, die sich damit ein bisschen schwer tun, sich, ich will jetzt nicht sagen authentisch zu zeigen, aber ein bisschen nahbarer zu zeigen, die gerade auch aus, ne, viele Leute im Mittelstand, aus größeren Konzernen, diese ganze Kommunikation, auf einer Messe sind sie es gewohnt, aber das im digitalen Leben zu übertragen, da fällt es vielen Menschen schwer, sich so real, echt zu zeigen, auch ein bisschen nahbarer zu machen. Gibt es da Mittel und Wege, wo du sagen kannst, vielleicht ein paar Gedankenmodelle, wo das dir helfen können? Das geht ganz vielen so. Von daher, also ist auch überhaupt gar kein Problem, weil das ist die Haupthürde bei allen eigentlich. Deswegen lassen wir die wirklich diese vier Themen, diese vier rollierenden Themen aufschreiben. Wir lassen die festlegen. Das sind vier Themen. Du redest darüber und über nichts anderes. Im ersten Schritt, bis du deinen Personal Brand oder deinen Ruf, wie auch immer du es nennen möchtest, aufgebaut hast. Und wenn du die festgelegt hast, dann weißt du, über welche Grenzen du nicht mehr gehst. Dann weißt du aber auch genau, aus welchem Themenpool du dich bedienen kannst. Und dann fängst du sehr soft an. Das Schöne ist, dass das Feedback auf persönliche Posts sofort einen Uplift hat. Also, ich weiß nicht, wir haben es sogar gemessen. Ich glaube, es war ein Uplift von fast 300% an Interaktionen. Also, du wirst das Dreifache an Interaktionen, Likes, Kommentaren, Feedback, Anrufe, Direktnachrichten, was auch immer bekommen, von dem, was du bisher bekommen hast. Weil Menschen lieben natürlich weiche Themen, weil alles andere ist Teflon. Weißt du, alle Business-Themen, da prallt halt alles dran ab. Das ist so, da bleibt nichts dran hängen, weil es keine Ecken und Kanten hat. Also, sagst du vier, fünf persönliche Themen? Ja, nee, nicht per se, sondern vier Themen generell, vier Business- und Schrägstrich persönliche Themen, eben nach deiner Gewichtung, die du festlegst. Und dann guckst du mal, was ist eher aus dem persönlichen Sektor und nimmst dir eine Beobachtung aus deinem Alltag. Oder ganz toll, viele Leute geben den Tipp, so wenn du einen Hund hast, fang mal damit an, was hast du von deinem Hund fürs Business gelernt? Ja. Für die Selbstführung oder über die Führung anderer? Das ist ein ganz einfacher Post. Ja, und wenn du keinen Hund hast, hast du vielleicht Tiere. Und wenn du kein Tier hast, also andere Tiere, und wenn du kein Tier hast, hast du ein Kind. Und ansonsten, was hast du von deiner Beziehung gelernt? Ist ja wurscht. Du kannst es ja selber sagen. Fußball ist perfekt. Genau das. Oder wir hatten auch schon, einer hat gesagt, ich bin so ein Barbecue-Master. Ja, dann schreib doch, was hast du vom Grillen gelernt? Ja, vom Holzkohlegrillen. Das ist eine sehr haptische Geschichte. Ja. Ja, weil du musst das Feuer ernähren. Du musst pusten. Du musst was nachgeben. Du musst es am Laufen halten. Das ist geil. Ja. Eine geile Allegorie. Ne? Da kann man geil mit arbeiten. Ich denke auch Leute, die einen Smoker haben, das sind die, die echt Geduld haben im Leben. Absolut. Geil, absolut gutes Beispiel. Aber das wäre ein Killer-Post. Und dann setzt du den mal ab, einen, und guckst mal, wie sich's für dich anfühlt. Und dann kannst du entweder einen Schritt weitergehen oder wieder zurückrudern. Aber das Schöne ist, das Feedback auf deinen Grill oder auf deinen Beefer-Post wird so gut sein, dass du sehr schnell auf den Geschmack kommen wirst und du wirst merken, ach guck mal, da ist ja gar kein Shitstorm gekommen. Ach guck mal, da hat mich ja gar keiner blöd für angequatscht. Ja, da mache ich mehr von. Es geht um Testen. Ja. Ich denke auch, es dauert eine Zeit lang, bis man eine Stimme gefunden hat, die authentisch ist. Und das kommt tatsächlich auch erst mit der Praxis. Das heißt, gerne mit Themen anfangen, wo man leicht drüber schreibt, indem man es gewohnt ist zu kommunizieren, um dann halt eben, auch je nachdem, wie das Feedback ist, ins Plaudern zu kommen. Ja. Ja, und vor allem die eigene Geschichte kennenlernen. Ne? Ich glaube, damit tun sich die meisten schwer, weil immer wenn wir sagen, schreib doch bitte mal deine eigene Geschichte auf, wir haben so eine vier Schritte Storytelling-Formel fürs Geschäft, also eine Business-Storytelling-Formel, die du eigentlich rein theoretisch ausfüllen könntest mit vier Schritten. Menschen tun sich wahnsinnig schwer damit, weil die können halt viel über andere reden, sogar Kommunikationsexperten können das für andere machen, Positionierung, Branding, was auch immer. Aber wenn es darum geht, die eigene Geschichte mal wirklich aufzuschreiben und zu gucken, wer bin ich, was ist mein ganz klares Ziel, wie musste ich mich in meinem Leben verändern, um mein Ziel zu erreichen, was ich heute meinen Kunden oder meinem Arbeitgeber geben kann, also mein Geschenk, was ich mitbringe mit an den Tisch, mein Wert. Wow, da haben viele Leute wirklich ganz große Herausforderungen. Aber wenn das einmal gemacht ist, wenn du einmal deine Geschichte festgelegt hast, danach in der Regel fängt es an zu fließen, weil du deine Stimme findest, wenn du deine Geschichte kennst. Ja, ja gut, der Schuster hat immer die schlechtesten Sohlen oder so ähnlich. Immer, glaube ich. Absolut, da bin ich zu 100% bei dir.
Du hast mal geschrieben, Uwe, dass du einen Post hattest, mit dem du 25.000 Euro umgesetzt hast. Ja. Was hast du geschrieben? Sag es mir so genau wie möglich. Ich habe diese LinkedIn-Auswertung gemacht. Ah, das war die LinkedIn-Auswertung. Das war dieses, was wir so machen, das war das? Okay. Ja, ja. Am Ende wird es wahrscheinlich tatsächlich sogar mehr sein mittlerweile als das. Aber so ganz konkret im ersten Schritt darauf zurückzuführen, ist mal wirklich 25.000 Euro. Okay, aber dann war das quasi ein Post, der das Finale war von diesen 40 Posts, die du innerhalb von 2 Wochen rausgehauen hast. Also um das ein bisschen realistischer einzuordnen. Wir haben aber auch einen Kunden, den wir betreuen aus dem Tech-Bereich, die mit einem einzigen LinkedIn-Post 400.000 Euro umgesetzt haben. Das sind natürlich Skyrocketing-Sachen. Wow. Ne? Also die sind aus dem Bereich, die haben auch höhere Produktpreise, sage ich mal. Aber das ist so ganz klar 1:1 zurückzuführen. Und das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist natürlich jetzt nicht der Usus, das ist nicht das, was wir versprechen. Ne? Aber wir sehen bei jedem, der das tut und bei jedem, der dranbleibt, ist natürlich leider ein Marathon, will auch leider, die wenigsten wollen das wahrhaben, Content Marketing ist halt kein Sprint, aber wir sagen halt immer, der Unterschied ist beim Performance Marketing, du hast ein Gaspedal, da legst du Geld drauf und du drückst es runter und wumm, fährt der Ferrari los. Im besten Fall, wenn du es überhaupt kannst oder eine gute Agentur hast. Dann nimmst du das Geld runter, weil du nicht jeden Tag 50, 100, 500 oder 1000 Euro drauflegen kannst und wumm, kommt das Gaspedal wieder hoch, dann brennt es noch 7 Tage nach und dann ist Schluss. Content dauert halt lang. Oder länger. Da musst du mal 3-6 Monate draufschmeißen. Du machst einen LinkedIn-Post und einen Blogpost und einen Podcast und noch einen LinkedIn-Post. Und dieses Gaspedal drückt sich langsam runter. Das Ding ist nur, dass das Gewicht nie wieder runtergeht. Und wenn dann die Algorithmen greifen und die Suchfelder dich mal indexiert haben, dann hast du keine Ahnung, was da passiert. Und wir sehen es jeden Tag bei unseren Kunden, aber auch bei unseren Beratungskunden und den Auszubildenden, dass dann auch richtig natürlich Cash dabei rumkommt. Und das ist das, warum wir es genannt haben, Geschichten, die verkaufen. Weil da draußen machen alle irgendwie Branding und Storytelling und Corporate Communications und was die nicht alle machen. Ja? Marketing im weitesten Sinne. Wir sehen uns aber tatsächlich häufig eher im Bereich Sales-Vorbereitung. Also wir sind Sales-Unterstützung. Weil das sind die Jungs, denen du das Munitionslager auch mit Content voll machen musst. Für die ist das interessant. Also die Jungs und die Mädels. Ne? Und deswegen hast du sehr schnell einen Impact, weil was passiert bei Content im Gegensatz zu Werbung? Klar, du brauchst beides am Ende des Tages, aber Content zahlt halt darauf ein, dass A, deine Werbekampagnen besser fahren, weil wenn Menschen eine Kampagne von dir gesehen haben, fangen die erstmal an, dich zu stalken. Mhm. Was sie dann bei Google finden, was sie dann bei LinkedIn finden, was sie dann auf deiner Webseite finden, in deinem Podcast, wo auch immer, das ist am Ende des Tages der Grund, warum gerade beim hochpreisigen Bereich, im Premium, im B2B-Bereich, allerdings auch im B2C immer wieder, warum dann da wirklich Umsätze gemacht werden. Und dann performen auch deine tatsächlichen Online-Marketing-Kampagnen besser. Und das ist halt einfach ein schöner Effekt. Aber wie du sagst, es ist tatsächlich Zeit, die da reinfließt. Es ist ein Marathon. Absolut. Was viele Firmen vernachlässigen, und das ist auch gerade schon gesagt, ist wirklich das meiste aus dem Content zu machen. Die machen vielleicht einen Hero-Content mit tollen Videos und dann vergeuden sie es im Prinzip daraus, kleinere Snippets zu machen, Blogbeiträge, Social Media. Und gerade aus diesem Hero-Content das rauszuziehen, was man eben auf anderen Kanälen noch spielen kann. Was ist sehr, sehr schade ist. Ja, und das Ding ist, es gibt Templates, ne? Du kannst es auch mit iMovie machen. Klar, wer eine Profi-Agentur dahinter hat oder sich irgendwie... Aber braucht man in der Regel Nein, gar nicht. Nimm halt irgendwie Windows Movie Maker, nimm Hitfilm, nimm iMovie, ist alles kostenfrei. Ja. Nimm Audacity für den Tonschnitt oder GarageBand für den Tonschnitt und nutze sowas, ich glaube, Headline-App oder Headliner-App heißt die. Hast du 10 Filmchen umsonst irgendwie pro Monat, die du dir da für Audio aus Video machen kannst sozusagen. Ne? Also aus Audio machst du Video. Und dann haust du das raus. Und ich meine, eine Redakteurin oder einen Redakteur zu finden, der das für dich verschriftlicht, ja, dafür gibt's mittlerweile Plattformen, wo du dir solche Leute dazu buchen kannst, auch als Freelancer für wirklich reasonable Preise. Ja. Natürlich musst du irgendwann das Thema KPIs, also Zielsetzung und Evaluation betreiben. Du musst nach 3, 6, 12 Monaten natürlich immer mal wieder einen Fullstop machen und gucken, wo stehen wir gerade? Was ist mein Content Marketing ROI? Ja. Wo habe ich meinen Return on Investment? Und dann kannst du auf den Euro genau berechnen, dafür, das bringen wir denen bei eine Woche lang, wie du auf den Euro genau berechnest, was kostet mich ein Blogbeitrag? Was sind meine Learnings datengetrieben? Ne? Auch immer hier datengetriebene Storytelling. Wie viele Leute habe ich auf der Seite? Wie viele davon konvertieren in Interessenten? Und wie viele von denen kann ich am Ende des Tages dann auch closen? Und dann kannst du berechnen, was dich das alles kostet. Ja. Und dann wird's ja wirklich erst interessant. Dann kann ich wirklich auch sagen, ich habe zum Unternehmenserfolg was beigetragen. Es hat natürlich Kosten verursacht, Zeit verursacht, aber eben auch, es ist wirklich ein messbarer Wert. Und das ist wirklich, was dann Social Media, Content Marketing und auch Storytelling am Ende ausmacht. Ja. Und natürlich auch, was es mir erlaubt, mit meinem Chef weiter zu sprechen und zu sagen, so, lass uns das doch weiterführen, denn schau mal, ich habe jetzt hier so und so viel Zeit investiert und wir haben das Ergebnis bekommen, das geht noch mehr, das können wir noch skalieren.
Absolut. Und das Geile ist, dass es halt wirklich, du kannst es halt genau hinlegen, du kannst es halt genau ausrechnen, du kannst es da drauflegen, da gibt es halt noch ein paar softe Faktoren, über die freut sich allerdings jeder Chef, weil ein schlauer Chef sagt seiner Content-Marketing-Abteilung, Leute, ich möchte nicht nur Umsatz, also freue ich mich auch, aber ich habe ja auch noch ein Ego und dieses Ego möchte auf Google gerne besser gefunden werden und auf LinkedIn und ich möchte mich als Experten oder als Unternehmer positionieren. Ja. Das kannst du machen. Du kannst tatsächlich, und das machen wir ganz häufig auch für Unternehmen, du kannst die Google-Startseite designen, wenn man deinen Namen eingibt, von dir privat oder von deiner Firma. Und das haben wir bei uns getan. Wenn du uns eingibst, haben wir sehr klar dafür gesorgt, dass das kommt, was wir wollen, dass du siehst. Darunter kommt da zwar auch nichts mehr Schlimmes. Also es ist nicht, dass wir irgendwas runterschieben müssten, aber wir wollen halt die Highlights oben haben. Und wenn du uns googelst, wollen wir, dass du zu 100% Trust hast und dir denkst, mit denen muss ich mindestens mal Kontakt aufnehmen und einen Cappuccino trinken. Dominate the first page, haben wir früher mal gesagt. Es ist so. Dazu, ja. Das geht mit Content sehr gut. Ja. Prima. Uwe, vielen, vielen Dank. Wenn ich mich mit dir treffen möchte zu einem Cappuccino Espresso, wie mache ich das? Wie erreiche ich dich am besten? Du rufst mich an, du schreibst mir über LinkedIn, du gehst auf was auch immer, uwevongrafenstein.de, auf LinkedIn, überall. Du gibst einfach Uwe von Grafenstein bei Google ein und guckst mal, was da kommst. Aber du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Du kriegst hier einen, ich mach dir einen Espresso vom Allerfeinsten. Ich bin so ein kleiner Nerd, ne? Ich habe auch übrigens darüber eine Episode gemacht, was du von der Espresso-Zubereitung für dein Business lernen kannst. War eine der Top-Episoden. Du bist ein Kaffeesommelier? Ich bin da ein bisschen drauf. Wir haben ja auch eine Firma, also eine Kaffeefirma mit aus der Taufe gehoben, My Bali Coffee, die wir positioniert haben, in 500 Rewes und Edekas zum Bestseller auf Amazon gemacht haben. Alles mit Content tatsächlich, wo wir balinesischen Kaffee importieren. Aber ich habe auch eine große Liebe für italienischen, venezianischen Kaffee. Ich bin da ein bisschen drauf. Also ja, von daher, wenn du kommst, musst du da durch. Ich höre es an deiner Stimme, ja. Alles klar, mache ich sehr, sehr gerne. Dem komme ich sehr gerne nach, diese Einladung. Vielen, vielen Dank, Uwe, für die Zeit, die du hier investiert hast. Vielen, vielen Dank, das Wissen, das du geteilt hast. Ich denke, war viel mit dabei, was hilfreich ist. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf einen Kaffee. Ich weiß nicht genau, warum, aber geh mal schnell was trinken. Komm rum. Genau. Komm direkt nach München. Komm. Jetzt geht's los. Also, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Viel Spaß und viel Erfolg.